Moin meine Lieben und herzlich willkommen zu meiner ersten Folge von Silas Equipment Corner. In diesem Bereich möchte ich mit euch über die weite Warenwelt des Golfsports reden, beziehungsweise über Fragen wie, was ist überhaupt der Schaftflex, worauf muss ich beim Putterkauf achten und braucht mein Sandwich wirklich Bounce? In der heutigen Ausgabe möchte ich mit euch über diese zwei Helferlein sprechen. Das sind nicht etwa zu klein geratene Regenschirme oder eine neuartige Ballangel, nein, es sind Transportsicherungen. Ob sie wirklich nützlich sind und was sie alles aushalten, das seht ihr nach dem Intro. Man kommt aus seinem wohlverdienten Urlaub wieder zurück und während man sein Golfgepäck wieder verstaut, denkt man nochmal darüber nach, was für fantastische Drives einem gelungen sind. Doch dann, was ist das? Kaputt? Und nun? Vielleicht kommt dem einen oder anderen diese Szene sogar bekannt vor. Deshalb rate ich es immer zur besseren Reklamation, noch im Flughafengebäude einmal zu kontrollieren, ob eure Hölzer überhaupt noch heile sind. Denn wir wissen ja, die Jungs, die euer Golfgepäck vom Flugzeug zum Gepäckband bringen, gehen nicht gerade zimperlich damit um. Und damit euch das nicht passiert, gibt es diese zwei kleinen Helferlein. Das ist einmal der Backboy Backbone und der Club Glove Stiff Arm. Das sind eigentlich nur zwei Transportsicherungen, zwei Stangen, die man in der Länge verstellen und arretieren kann. Die stelle ich dann in mein Golfbag, so dass es etwas länger ist als meine Golfschläger und dann sollen diese jeweils die Sturzenergie auffangen. Auf den ersten Blick muss ich sagen, der Club Glove Stiff Arm ist deutlich schwerer als das Backboy Backbone und auch hier die Arretierungsknöpfe machen mir auch bei dem Stiff Arm einen etwas stabileren Eindruck. Und wie stabil die zwei Teile sind, das teste ich jetzt. Als erstes interessiert mich, wie stabil wohl die Stangen jeweils sind. Und da dachte ich mir, versuche ich doch mal, ob sie es vielleicht aushalten, dass man daran ein paar Klimmzüge macht. Als erstes nehmen wir den Club Glove Stiff Arm. Schauen wir mal. Kein Knacken zu hören gewesen und auch immer noch ganz leichtgängig. Also ich würde sagen, ganz klar, ersten Test. Club Glove Stiff Arm mit Bravour bestanden. Kommen wir zum Backboy Backbone. Ob der es auch schafft? Auch kein Knacken zu hören gewesen. Immer noch ganz leichtgängig. Also auch der, würde ich sagen, locker mit Bravour bestanden. Also nach dem ersten Test liegen beide Systeme gleich auf, denn die Klimmzüge haben beide gleichermaßen gut weggesteckt. Jetzt wollen wir aber testen, wie gut halten sie die Schläge von oben auf. Denn gerade diese entstehen ja, wenn die Jungs im Flughafen euer Golfgepäck hin und her werfen. Also, wir verstauen als erstes den Backboy Backbone und lassen das ganze System einfach mal fliegen. Hat sich schrecklich angehört. Schauen wir mal, ob noch alles heile ist. Auf dem ersten Blick ist noch alles okay. Wir gucken. Der Driver. Noch heile. Das Holz 3. Auch noch heile. Und jetzt schauen wir mal, wie es hiermit aussieht. Okay. Eindeutig durchgefallen, denn hier ist das Ding abgebrochen. Das heißt, leider nicht bestanden. Testen wir jetzt also das zweite System, den Club Glove Stiff Arm. Verpacken das alles ordentlich und lassen auch das dann mal fliegen.
Was tut man nicht alles im Namen der Wissenschaft? Schauen wir mal, ob hier die Schläger noch heile sind und vor allem, ob der Club-Love-Stiff-Arm das auch alles überlebt hat. Oh, auf dem ersten Blick leicht zu erkennen, der Teller ist nicht mehr heile. Die Stange macht noch einen soliden und guten Eindruck, lässt sich also noch locker verstellen. Da ist also nichts passiert. Der Teller allerdings kaputt. Driver hat es überlebt, ist noch heile. Holz 3 auch überlebt, ist auch noch heile. Nur der Teller ist leider kaputt. Kommen wir zum Fazit des Stiftung Silas Tests. Beide Systeme kosten ca. 38 Euro und beide Systeme haben das Minimalziel erreicht. Die Schläger sind heile geblieben. Jedoch der Club-Love-Stiff-Arm machte von vornherein einen stabileren Eindruck und das hat er auch bewiesen, denn bis auf seine gebrochene Kappe hier oben ist er immer noch einsetzbar, denn ich kann ihn immer noch verstellen und er ist in seiner Funktion nicht beeinträchtigt. Das Backboy-Backbone hingegen ist an einer Stelle gebrochen, wo er einfach nicht brechen darf, nämlich der Arretierungsknopf ist rausgebrochen und somit kann ich ihn nicht mehr arretieren und er ist somit unbrauchbar für weitere Flüge geworden. Da überlege ich mir doch, ob ich mein Geld nicht anders investiere, nämlich in einen ordinären Besenstiel wie diesen hier, wenn ich den noch schick anstreiche und einen tollen Namen drauf schreibe wie Nimbus 2000, dann wird der sicherlich denselben Dienst leisten wie diese zwei Dinger hier. Und wie immer an dieser Stelle, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir doch einen Daumen nach oben. Ihr dürft auch gerne meinen Kanal kostenlos abonnieren, darüber würde ich mich sehr freuen. Ansonsten, ich wünsche euch ein schönes Spiel und alles Gute, euer Silas.